Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Yay! Nein! Das Spiel ist abgestürzt. Scheiße! Das soll doch nicht passieren! Das war mega getimed. Mit dem Speichern. Jetzt lade ich genau da, wo er... Ja. Nice. So, und jetzt? Nee, kann ich überhaupt speichern? Kann ich. Speichern. Ja, hast du gut gemacht, Junge. Muss ich raus? Muss ich hoch? Hier zu bleiben, eingesperrt hinter einem Tresen, hätte nichts gebracht. Mona war in die Nacht verschwunden. Ohne sie kam ich nicht weiter. Ich wusste, wo ich sie finden konnte. Wodka! Wodka! War bestimmt Wladimir. Keine Angst. Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopflack auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinny Cogniti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch. Auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cogniti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Monas Hex? Ich kenne sie. Ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasse ich Vlad. Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will. Von Max Payne. Eine Zigarette. Ein Whisky. Dass die Sonne scheint. Und Mona! Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Sag doch, ich will und meine Mona. Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Ich dachte, du willst deine Frau und deine Tochter zurück. Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Okay. Nightwolf, Hallöchen. Dankeschön, herzlich willkommen in der Kätzchenfamilie. Hier lang. Natürlich. Es landen sowieso immer wir in der Scheiße. Wenn man etwas wirklich will, hat man Angst, es zu verlieren. Oder es nicht zu bekommen. Das macht dich verwundbar.
Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Oh, seine Waffe ist runtergefallen. Okay. Gut, wir haben keine Schmerzmittel. What? Das war eine Tür. Ich würde sagen, die geht nicht auf. Okay. Gut, das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich gehe da nicht rein. Los jetzt, du Baby. Ist doch nur eine Geisterbahn für Kinder. You dead? You dead? You nicht dead? Ist das cool? Die beste Serie überhaupt. Der Held verfolgt diesen Serienkiller, John Mirror. Und am Ende ist er in dieser ekligen Toilette in der Irre. Weil sein Flugzeug so tief geflogen ist und das war so laut. Na, Lol, hat er sogar beide erwischt? Hätte ich jetzt ja nicht mit gerechnet. Mickey, geh rein, du stirbst sonst! Huch! Ich bin los! In Deckung! Ogin! Hi! Haben die sich gerade wirklich selbst in die Luft gejagt? Orgel, danke schön für den Resub. Du wurdest auch schon 28 Markesiger. Danke, danke, danke. Leute, habt ihr das wirklich getan? Wie dumm seid ihr? Ich bin sich ernsthaft selbst in die Luft gejagt. Gott, was für dumme Idioten. Ich kann hier auch noch bei denen gucken. So. Halt, nein, ich musste da hinten lang. Ba, 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 ba. Die Geisterbahn war Monas Spielplatz. Da! Sie ist da oben! Achtung! Oh. Sie war wieder in den Schatten verschwunden. Bei Mona. Ein Angriff von oben. Zu schnell vorbei. Wir kommen hier lang. Ich würde gerne mal ein paar Painkiller finden, wenn ich kann. Okay. Danke, Mona. Max, die Garagenkulisse. Ich lass dich durch. Max, Cleaner weiter vorn. Ich will die Deckung. Okay. Speicher mal kurz. Habe ich leider nicht. Schade.
sehe noch einen. Hopp, hopp, hoppity, hopp, 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 hopp. Okay, ist alles runtergefallen. Gut. Bitte gib mir Schmerzmittel. Huch. Denn ich bin ganz abhängig. Du. Okay, nee. Ich hatte die Schnauze voll von den Cleanern, die in ihren Vans davonrasten. Ich hatte nur eine Chance und keine Zeit, darüber nachzudenken. Also bin ich selbst in den Van gesprungen. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht. Max. Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehme ich Hi, ein Stück Shira. Mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was eben passiert ist? Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken. Hey, Mark. Gerade etwas beschäftigt. Mona, die Baustelle der Catherine Versicherungsgesellschaft. Bin schon unterwegs. Bringen wir es ganz nach oben? Ja, mit den restlichen Beweisen. Hey, Vorsicht mit den roten Kisten, ihr jagt uns ja alle in die Luft. Ich hol das Zeug aus dem Van und treffe euch dort. Hey, was zum Teufel? Hat keiner gehört. So. Ich dachte an Vlads trojanisches Pferd. Im Van war ich in das Versteck der Cleaner gelangt. Sie hatten mir verraten, dass die Beweise auf der obersten Etage waren. Das ist natürlich supidubi toll. Dass wir so gut wie tot sind. Das freut mich! Saskia, auch du hast die Chance, beim Giveaway mitzumachen und einen Rabattcode für Merch zu gewinnen. Einfach Ausrufezeichen Giveaway in den Chat schreiben, wenn du möchtest. Okay, wir müssen ganz dringend ein paar Schmerzmittelchen finden. Andrew sagt, er wäre direkt hinter uns. Direkt hinter uns, ja klar. Er wollte nur sein Zeug aus dem Van holen und dann kommen. Was für Zeug? Was hatte er denn da drin? Zeug halt? Hey, Andrews, hey! Ich geb mir Deckung! Lief super. Ja. Nämlich absolut gar nicht. Fuck. Gut ist das nicht. Die gefährlichen roten Kisten, von denen die Cleaner gesprochen hatten, waren Kisten voller Sprengstoff. Da lang. Das war's. Die Kaufmann eines Todes, alle sind tot. Mit Ausnahme von denen. Wir haben's versaut, also sind wir auch tot. Der Boss bringt uns um. Bullshit, der soll bloß was sagen. Er hat auch probiert, sie zu erledigen. Das Ergebnis siehst du. Ja, du stimmt. Kannst ja trotzdem wenigstens schon mal den Rabattcode gewinnen, Shira. Die sind immer gültig. Das macht sich gar die haben kein Ablaufdatum. Zählt es etwa nicht, hi, Jackie. Dass wir die letzten Überlebenden sind? Hey, ich kann dir in den Arm schießen, wenn es das ist, was du willst. Die. Max, ich bin vor Ort. Wo bist du?
ein abgerissenes Gebäude am Ende der Baustelle auf dem Weg nach oben. Ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche, alles vom Dach zu überblicken. Später. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Etwas. So ein bisschen. Ja. Guck mal, eine Waffe. Ja, ich weiß, ihr freut euch schon alle auf den Herbst-Merch. Ich weiß. Ich freue mich auch sehr auf den Herbst-Merch. Bin ich ganz ehrlich. Freue ich mich sehr drauf. Läuft's nicht. Ob alle weg sind? Ja, am 1.9. Am 1.9. Kommt Halloween-Merch, beziehungsweise Herbst-Merch, eben online. Plus ein erweitertes Standardsortiment. Mmh, guckt mal, leckere Drogen. Oh, guckt mal, noch mehr leckere Drogen. Ey, ich bin der König der Welt. Es geht langsam mit meiner Gesundheit. Ganz langsam geht es voran. Ach, hier bin ich am Anfang gewesen. Okay. Stell dir vor, er sagt mir, ich sei neu im Geschäft. Ich arbeite mit allen Farben außer Grün. Was zum Teufel soll denn das heißen? Vielleicht ist das symbolisch. Sowas wie Grünschnabel. Er sagte, ich würde Grün nicht benutzen. Alles. Jetzt bist du der König der Welt. Ey, ich bin der König der Welt. I'm almost dead. Biancas zärtliche Umarmung hat mich fast umgebracht. Passiert. Jetzt warten wir ganz kurz, bis unser Leben endlich wieder ordentlich ist. Oh. Ich hab nix mehr im Petto. Polizeirevier, als Mona Sex eine Verdächtige im Mordfall Senator Gate aus der Haft entkam. Dank des heroischen Einsatzes der anwesenden Beamten kostete die Bombe selbst keine Menschenleben. Während des anschließenden Schusswechsels starben jedoch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Hätte fast zum Schiffbruch geführt. Betont, dass gefährlich ist. Das NYPD geht Hinweisen nach, dass es Helfer unter den Beamten gehabt haben soll. Ah, ich glaube, sein Leben wird nie wieder ordentlich sein. Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Hey.
Hock. Geh rein, Max! Aber die Jacke flattert mega im Laufwind. Ist ein süßes Jäckchen. Ist ein süßes Jäckchen. Ja, geil, ne? Na? Will noch jemand kommen?